habe gesagt, Roger. Ach komm. Das geht auch, das geht auch, völlig in Ordnung. Aber Roger ist schon okay. Aber nach Belieben. Roger ist okay oder Roger ist richtig? Roger ist richtig. Also dann Roger. Bestens. Ich habe es ja immer schon so intuitiv gesagt, also nicht jeder Schwabe, also ich bin ja kein gebürtiger Schwabe, ich bin ja auch Hesse. Übrigens komme ich aus der Nähe zu Nordrhein-Westfalen. Ich wohne gar nicht so fern von Hessen und Rheinland-Pfalz, ganz im äußersten Zipfel. Ja, wo denn genau? Kurz vom Westerwald. Also es ist noch ein Schub nach Hessen, gebe ich zu, aber Rheinland-Pfalz genau? Ist... Wo genau? Ganz genau in der Gemeinde Windeck. Ja, ich komme aus Biedenkopf. Okay, auch schon. Windeck kenne ich, ja. Also gar nicht so weit weg. Okay, auf dem Weg nach, zum Skifahren früher immer da. Ja, wo es dann irgendwie Zweigalt kälter wird, ja, genau. Zum Westerwald, ja. Ja, genau. Wo der Holländer seine Dolomiten hat. Ne? Ja, die Alpe voll ist Winterberg. Ja. Ja, also gut, der Holländer fährt ja heute tatsächlich in die Berge. Und, ja. Obwohl, mit Elektroautos fährt der Holländer vielleicht da doch nur noch in die Berge. Nur nicht so weit, genau. Dann kommt nicht so weit, genau. Ja. Und wie kommst du eigentlich dazu, dich um Wohnungsbau zu kümmern? War das, was du am meisten sexy fand, musst du jetzt sagen. Ich glaube, die meisten Frauen finden das sehr sexy, wenn man was mit Bauen, Wohnen zu tun hat. Ja, die Bedeutung von Immobilien hat sich doch nicht so rumgesprochen bei den anderen Männern. Ich mache es aber beruflich. Ich bin ja irgendwann zur Immobilie gekommen im Studium und dann bin ich Immobilienanwalt geworden und das begleitet mich jetzt auch schon eine ganze Weile, da ich ja schon sehr alt geworden bin, begleitet mich das jetzt schon über 20 Jahre. Ja. Sehr alt geworden. Also jedenfalls nach Jahren, ja. Man ist so alt, wie man sich fühlt, sagt so schwieriger hier Kissinger. Wer weiß, wovon er redet. Ja. Ja, also ich bin ja bei dem Thema Immobilien, muss ich ehrlich sagen, ich habe das ja alles total unterschätzt, die Bedeutung von Immobilien, viel Zeit in meinem Leben. Man ist ja auch so reingeboren in den 80ern, ja. So alle haben irgendwie Verluste mit Immobilien gemacht. Ich kann mir noch einen tollen Tipps meiner Kollegen erinnern. Als ich beim Daimler anfing, haben wir alle gesagt, nie irgendwas mit Wohnungen machen. Da fällt man nur mit auf die Nase. Es gab so Abschreibermodelle damals. Ja. Wie hieß denn so ein Name? Ja, genau. Wir sind viel auf die Nase gefallen. Das war ja nach der Wende auch so. Das war ja auch Sonder-AFA, Sonderabschreibung im Osten. Und dann ist jeder Zahnarzt, jeder Ingenieur und Rechtsanwalt da hingerannt und hat halt Geld verbrannt. Genau, verbrannt. Ja, das sind so Phasen, die immer wieder da sind. So Bauherrenmodelle war das früher, genau. Ja. Genau, und dann habe ich aber... Dann irgendwann kommt man ja mal so rein, so Excel ist eine geile Sache, man hat gerade nichts zu tun. Dann überlegt man sich, was man so macht. Und stellt man fest, also eigentlich ist es ja eine ganz geile Sache. Und kann sein, muss aber nicht. Also ja, das ist die Frage, es kann in die und die Richtung gehen. Der Himmel ist ja halt ziemlich groß, im Guten wie im Schlechten. Ja, und dann habe ich dann eben, ich muss sagen, ich habe dann auf einmal die Bedeutung auch von Subventionen kennengelernt. Und habe sehr früh... Da spricht der aufrechte Marktwirtschaftler. Da spricht der aufrechte Marktwirtschaftler, ja. Der stellt dann fest, dass im Grunde genommen dieses Land, und das muss man jetzt sagen, ich meine, wer Subventionen, die legal zur Verfügung stehen, nutzt, begeht ja keine Straftat und auch moralisch ist das in Ordnung, meiner Ansicht nach. Das ist was anderes, aber er gibt keine Straftat. Ja, Fakt ist, dass in diesem Land unfassbare Summen bewegt werden. Mhm. Und deshalb ist mir das auch so wichtig, dass wenn wir darüber reden, unfassbare Summen bewegt werden am Wohnungsbau. Das ist den meisten Menschen, die so den Euro rumdrehen müssen, gar nicht klar. Was gerade hier beim Thema Energie früher für Subventionen gezahlt wurden für Altbau. Ich habe meinen Altbau saniert und dann festgestellt, das zahlt ja fast alles Papa Staat. Und dann habe ich, das ist so. Also es kommt was um die Steuer wieder, klar, aber ich meine, das kommt ja auch. Nee, direkte Subventionen. Also hier in dem Fall war es die Stadt Stuttgart. Okay. Und habe ja dann auch ein Niedrigenergiehaus gebaut. Und, also Pionier sozusagen. Ja, jedenfalls ja. In der AfD. Muss man mal sagen. Also ich habe, weiß nicht, ob du meine Geschichte überhaupt kennst, ich habe promoviert über die Abschaffung des Verbrennungsmotors. Ach was? Ja. Aber ist eine traurige Geschichte eigentlich, oder nicht? Es war damals so, du hast ja gerade gesagt, Pionier, ja. Der Pioniergeist. Nein, wir wollen jetzt mal sehen, ob wir das schaffen. Ja. Ob wir die Brennstoffzelle nach vorne bringen, alternative Energien. Und der junge Ingenieur Spaniel ist vorne dabei. Ganz vorne an der Front beim Projekt Brennstoffzelle. Da hast du den Tod herbeigeschrieben. Ja, das war so der Sinn, der Intention der Dissertation. Und du verlierst gerade die Hälfte deiner Wähler, aber gut. Und auf halbem Weg habe ich dann festgestellt, das ist alles ganz anders. Okay. Ich habe also 1997 oder 98 war es, glaube ich, zu meinem Chef gesagt, also ganz ehrlich, was wir hier machen, halte ich für kompletten Unsinn. Mhm. Und ich möchte nicht den Rest meines Lebens damit verbringen, Sachen zu machen, die ich nicht für sinnvoll halte. Ich werde mich nach meiner Dissertation
nach einem anderen Job umsehen. Ich glaube nicht an die Zukunft der Brennstoffzelle. Mhm. 1999. Und ich habe damals. Hast du recht behalten jetzt? Ich habe da bis jetzt. Bis jetzt ja, okay. Und ich habe auch damals gesagt, und wenn es eines Tages die gesellschaftliche Notwendigkeit gibt, dann wird man synthetische Kraftstoffe verwenden. Weiß ich noch. Das habe ich damals als gesagt. Dieselfahrer natürlich ganz gerne. Habe ich damals gesagt. Habe ich damals gesagt, 1999. Ja. Und wenn hier irgendjemand glaubt, synthetische Kraftstoffe, das ist mir eingefallen im Rahmen der Diskussion im Deutschen Bundestag. Das hat über 20 Jahren schon Spaniel-Doktrin. Ja, das. Ja, das deshalb, dann habe ich das Buch für mich intern zugeklappt und habe gesagt, kommt eh alles nicht, ja, wird sich nie rechnen. Ja. Habe das dann immer auch ein bisschen beobachtet. Ich meine, da gibt es ja immer Weiterentwicklung, muss ja vorsichtig sein. Als Ingenieur habe ich auch gelernt, man sollte nicht sagen, das wird nie funktionieren, weil irgendwann fliegt es an dem Fenster vorbei und das ist problematisch, wenn jemand derjenige war, der gesagt hat, es wird nie funktionieren. Ja. Aber man lernt, es wird auf eine gewisse Zeit ohne Subventionen nicht wirtschaftlich funktionieren. Und das kann ich prognostizieren. Da sind wir, glaube ich, bei dem wichtigsten Punkt überhaupt, ehrlich gesagt, mit Subventionen funktioniert es. Es ist immer die Frage, egal jetzt, ob Mobilität oder Immobilität, wenn man das mal jetzt abstrahieren möchte bei uns beiden, wer bezahlt es? Ja. Oder sag mal, einer muss es bezahlen. Und das, da reden wir heute Abend drüber. Und da reden wir heute Abend drüber. Und, das ist eine traurige Geschichte, ehrlich gesagt. Aber, nee, da müssen wir drüber reden. Ja. Und ja, hallo, liebe Zuschauer und Freunde. Ja, heute Abend wieder Spaniel Talk hier aus Berlin, aus dem Deutschen Bundestag. Spaniel Talk heißt das wirklich? Ja, das heißt wirklich Spaniel Talk. Super, du bist noch nicht dran. Das wusste ich vorher nicht, ehrlich gesagt, aber es tut mir leid. Okay, ja, gut, Spaniel Talk. Ja, okay, Talk. Und wir haben heute ein wichtiges Thema. Und da geht es um das Thema Wohnungs- und Wohnungsbauknappheit. Und auch so ein bisschen darum, wo unsere Steuermilliarden alle hingehen. Aber da kommen wir noch dazu. Mhm. Und ich begrüße hier bei mir heute den Immobilienanwalt, also einen richtigen Experten und Mitglied des Ausschusses für Bauen und Wohnen. Bau, Wohnen, Stadtwesen und Kommunales, wobei das kommt eben nicht vor. Ja. Okay, ja. Roger Beckamp aus Nordrhein-Westfalen, so hier im Deutschen Bundestag. Lieber Daniel, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, gern geschehen. Und ja, jetzt kannst du gleich was sagen zum Thema Bauen und Wohnen. Wir haben im Grunde genommen einen Wahnsinnshebel durch die Politik im Bauen und Wohnen, weil die Politik Programme aufsetzt über die KfW, Gesetze macht, die bestimmte Bauvorhaben erzwingen, auch wenn die Wohnungsbaurichtlinien dann doch in den Ländern nochmal, Wohnungsbau ist natürlich auch ein Thema in den Bundesländern, aber es ist ja weniger die Bauordnung, es ist ja mehr der Einfluss, der zunehmende Einfluss der Politik auf gerade das Thema Energie. Und da würde ich dich jetzt mal kurz, was sind die Probleme aus deiner Sicht momentan für unser Land? Was haben wir? Wir erleben die dauernde Diskussion über Wohnungsknappheit. Jeder, der es weiß, in letzter Zeit noch versucht hat, ein Haus zu bauen oder eine Wohnung zu kaufen, der stellt fest, Scheiße, ganz schön teuer geworden, kann ich mir gar nicht mehr leisten. Was sind die Antworten der Politik? Die Lösung, die sich im persönlichen Rahmen ergeben sollten, im besten Falle ist erben oder reich heiraten. Das ist so die Lösung, die sich unmittelbar anbietet. Wer das gerade nicht kann, dann muss man in der Tat genau überlegen, wie es funktionieren soll. Also wir haben seit einigen Jahren in der Tat die soziale Frage oder eine der großen sozialen Fragen ist, wie bekomme ich Eigentum oder wie kann ich zumindest bezahlbar zur Miete wohnen? Das ist ganz, ganz enorm wichtig, weil es natürlich eines der Grundbedürfnisse ist, sowieso, klar. Und wir haben vor, ich sag mal, 15 Jahren ungefähr noch, hieß es mehr oder weniger in der Diskussion, Deutschland ist fertig gebaut, wir haben keinen Bedarf mehr an Wohnraum. Wir wachsen ja auch nicht, was ja auch grundsätzlich, sagen wir mal, eine Überlegung ist, die stimmt, wenn wir überlegen, welche Geburtenraten wir haben. Aber es hat sich gezeigt, 2015, 16 insbesondere seit dem Zeitpunkt, dass wir sehr viel an Wohnraumbedarf haben. Und das hat im Wesentlichen nach unserem Dafürhalten jedenfalls, das sagen wir auch stets und ständig, das will nur keiner hören da drin, drei Gründe. Und zwei der Gründe sind eine gesellschaftliche Entwicklung, die sozusagen schwierig zu beeinflussen sind. Wenn man mal überlegt, wie viele Leute du kennst oder jedermann vielleicht kennt, die alleine oder zu zweit irgendwo wohnen, dann sind das wahrscheinlich sehr, sehr viele. Also jemand, der sich getrennt hat, wo die Kinder aus dem Haus sind oder wie auch immer. Mal, früher gab es halt viele Haushalte, wo mehr Köpfe waren. Der 4-, der 5-Personen-Haushalt, mehr Kinder auch. Also früher gab es Flächenverbrauch, früher heißt für mich 50er Jahre, von 15 Quadratmetern pro Kopf. Ja gut, früher hast du ein Zimmer gehabt. Ja. Und das Zimmer war auch dann entsprechend kleiner und so weiter. Oder heute hast du eine Wohnung. Aber du hast halt dann früher pro Kopf 15 Quadratmeter.
Quadratmeter gehabt, heute sind es 45 Quadratmeter pro Kopf. Also der Flächenverbrauch ist enorm hoch. Das allein führt schon dazu, dass ein enormer Wohnraumbedarf da ist. Es gibt immer mehr kleine Haushalte, das meine ich eben damit, ein-, zwei-Personen-Haushalte. Köln, Düsseldorf, meine Region, hast du 80% Anteil an ein- und zwei-Personen-Haushalten. Allein dadurch hast du enorm nur mal Haushaltszahlen, nicht viele Menschen, aber Haushalte, die entsprechend Wohnraum nachfragen und dadurch eben hohen Wohnraumbedarf und Flächenverbrauch. Das ist ein wesentlicher Punkt, der natürlich die Schwarmstädte, die großen Städte, wo alle hinziehen, wegen der Arbeit auch. Das sind die beiden großen Treiber in bestimmte Regionen. Und der dritte große Treiber auf der Nachfrageseite, also wer fragt nach Wohnraum, nach Fläche, ist, man ahnt es, das hören Sie hier nur und sozusagen ausschließlich Alleinstellungsmerkmal, die Zuwanderung. Genau, das hört man nur bei der AfD. Und es ist ja tatsächlich so, man hört es auch von Experten, lesen die Zeitung, die schreiben es ab und zu, die trauen sich. Aber in diesem Gebäude hinter uns, energetisch problematisch im Übrigen, hört man es höchst selten, dass Massenzuwanderung der treibende Faktor ist, auch beim Wohnraumbedarf, sodass halt die Preise steigen. Das ist auch ein Energiethema, es ist vor allen Dingen aber ein Nachfragethema. Das Energiethema ist eher ein Angebotsthema, weil man halt die ganzen Wohnungen teurer macht. Tja, das sind so die kann man ganz kurz angerissen, die großen Themen, die zur Knappheit führen. Das heißt natürlich, jetzt muss ich ja einhaken. Große Runde gemacht, Entschuldigung. Ja, alles super. Ich bin ja der verkehrspolitische Sprecher der Fraktion und da habe ich ja auch immer als ein Argument, wir müssen die Zugänglichkeit oder die Verbindung, die Mobilität zwischen Arbeitsplatz und Wohnung, weil wir nicht alle da wohnen können, wo wir arbeiten, müssen wir das maximieren. Das ist also auch ein Teil des Programms der AfD zu sagen, es kann nicht sein, das ist momentan übrigens auch ein Trend, es kann nicht sein, dass alle da wohnen, wo sie arbeiten, weil dann wird es nämlich unfassbar teuer. Mhm. Es muss auch attraktiv bleiben, dass Menschen pendeln. Absolut. Und wir haben ja den gegenteiligen Trend momentan. Ich weiß nicht, wer es mitgekriegt hat, World Economic Forum diskutiert über 15-Minuten-Städte. Mhm. Also die 15-Minuten-Stadt ist so die Vision von einigen Leuten. Also wer so an Verschwörungstheorien glaubt oder auch den Aluhut ganz gern mal tief in der Stirn trägt, kann sich ja mal diese ganzen Zukunftsvisionen angucken, die es da gibt. Etwas dystopisch, schöne neue Welt. Oder auch bei 1984. Da gibt es ja keine Autos. Ja. Mhm. Da wohnen die Leute da, wo sie arbeiten, und gehen ein paar Meter und dann sind sie an der Arbeit. Da kann man auch alles ganz gut überwachen. Ja. Und da wollen wir ja dagegen. Aber nochmal auf das Thema, und da bin ich jetzt schon dabei, Wohnen ist unfassbar teuer geworden. Ja. Das liegt an der Nachfrage. Ja. Das liegt aber natürlich auch an den Anforderungen. Ja. Angebotsseite sozusagen. Genau. Ja. Wenn man es mal so abstrahiert, Nachfrage, Angebot. Genau, Angebotsseite. Dass staatliche Vorgaben dazu führen, dass eben bestimmte Standards überhaupt noch gebaut werden dürfen. Also es gibt dann eben entsprechend die Pflicht, neue Häuser demnächst eben nach KfW-40-Standard zu bauen, das eben 40% nur noch von dem verbraucht, was ein Referenzgebäude 1990 verbraucht hat oder ein fiktives Gebäude, Referenzgebäude, was man sich mal erdacht hat. Und das ist dann eben so, dass ich dann bestimmten Umfang an erneuerbaren Energien haben muss, dass ich eine bestimmte Dämmung haben muss, dass ich eine bestimmte Gebäudetechnik haben muss, sollte, weil sonst erreiche ich es gar nicht und. Das hat was zu tun mit vielen Kosten, die da auf mich zukommen. Das kann ja im Einzelfall auch gut und richtig sein. Also wie gesagt, es ist eine schöne Geschichte, wenn man nachher sozusagen aus der Sonne oder aus dem Wind oder woher auch immer, aus dem Boden, aus der Luft, sich Wärme holt oder jedenfalls Energie. Aber es muss halt auch bezahlbar sein. Und das Traurige daran ist, es ist für viele eben nicht bezahlbar. In erster Linie für die Besserverdiener Grünenwähler, die in den Rotweinvierteln der Städte leben. Das ist in der Tat so. Man kann sich ziemlich einfach vor Augen führen, sobald in einem bestimmten Stadtviertel, auf dem Land ist ja eher selten, ich sag mal, über 20% die Grünen wählen, ist das gentrifiziert. Oh, das kann man, also das ist jetzt... Da wohne ich in so einem. Ja. Also das ist dann so. Und solche Leute können sich oftmals das leisten. Deswegen ist es dann auch wohlfeil, dass die von allen anderen sowas fordern. Erzähle ich eine kleine Anekdote, wenn es jemand hört. Ja, es kotzt mich an. Damals war Vorgabe, KfW 70 mindestens zu bauen. Allermeisten haben auch KfW 55 gebaut. Und ich als Ingenieur bin sofort hingegangen und habe gesagt, es geht nur mit Lüftungsanlage. Und da hat mir dann mein Bauträger damals gesagt, da können Sie aber keinen Kamin machen. Da habe ich gesagt, dann verzichte ich auf den Kamin. Und früher bin ich öfters mal
Mittlerweile komme ich ja immer weniger nach Hause, aber wenn man wochenweise weg ist, aber früher bin ich eben abends öfters mal spät nach Hause gekommen. Und im Winter hat dieses Neubauviertel so gestunken wie ein Schweizer Bergdorf im Winter. Die ganzen offenen Kamine in diesem Neubauviertel, ja, das gentrifiziert war, also wir wissen alle, was ungefähr 20% wählen, hat man ganz bewusst, weil dieses Gespräch, was ich geführt habe mit meinem Bauträger, hat wahrscheinlich jeder andere auch geführt, hat man ganz bewusst auf den offenen Kamin gesetzt. Und eben nicht auf die ökologisch korrekte Lüftungsanlage. Auch an dieser Stelle, Dirk Spaniel, ein Pionier. Ja, ja, wie gesagt, alle reden vom Null-Energie-Haus. Nee, aber es ist doch richtig, du hast ja recht, aber das durchblickt man ja nicht. Hätte ich ja wahrscheinlich früher auch nicht so richtig durchblickt, dass es ja auch eine Frage des Wohnkomforts ist. Also nicht nur irgendwie Energiesparen, ist ja auch eine schöne Sache, finde ich definitiv gut. Also umweltschonend, Geld sparen, freut ja eigentlich jeden. Ich rede ja nur über Doppelmoral. Die Heuchelei. Also es war kein finanzielles Thema. Ich weiß ja, was die Heuchelei kostet. Aber was ist mit dem Wohnkomfort, wenn ich eben gar nicht mehr so viel lüften darf, weil sonst die ganze Konstellation nicht mehr funktioniert? Das heißt, ich muss ja eigentlich, manchmal muss man ja Zwangslüftung sogar einbauen, damit dann die Bude nicht verschimmelt. Ja, das ist ja Zwangslüftung. Also, kannst du aber keinen Kamin machen. Ja. Also du kannst nicht gleichzeitig einen Kamin haben und Lüftung. Ja. Oder du musst den Kamin nie benutzen. Also nur ein Optikkamin. Ja, zumachen, genau. Ja, also es wird sich noch vieles an, ich sag mal, du nennst das ganz bösartig jetzt Doppelmoral, ich nenne es an Widersprüchen ergeben, die zeigen, dass die Leute, die vieles zu bestimmen haben in dem Gebäude hinter uns, vielleicht, was heißt, nicht nur mit Wasser kochen, sondern sagen wir mal auch nicht genau wissen, was sie tun, zumal es eben auch nicht ihr Geld ist, auch ein wesentlicher Faktor in der Politik, fremdes Geld auszugeben und deswegen ganz teuer wird für viele. Und das kommt aber leider erst in ein paar Jahren zum Vorschein. Ja, und da haben wir jetzt gerade ja auch die Diskussion, und das finde ich ja sehr beeindruckend, die Fit for 55. Ich weiß, Energie ist nicht so dein Spezial, aber es gehört zum Bauen dazu. Ja, und wenn man hier in Europa hingeht und die neue Gesetzgebung der EU nimmt und das mal aufmerksam studiert, da stellt sich mir doch die Frage, die wollen tatsächlich ab 2030 Häuser, die nicht saniert sind, nicht mehr vermietbar und auch nicht mehr verkaufbar. Also man muss dann einen Vertrag unterschreiben, dass man in so und so Zeit das saniert. Ja, das steht wohl drin. Du bist ja Anwalt. Ist das nicht ein massiver Eingriff in die Eigentumsrechte, wenn man eine nicht sanierte Immobilie, manche können sich auch eine Sanierung gar nicht leisten. Ja, also wenn ich mal so den Quadratmeterpreis mir angucke, da habe ich in der Regel ja so 1500 Euro Kosten auf den Quadratmeter für eine Sanierung, wenn es mal überhaupt reicht. Ja, und kann auch gerne mehr werden. Aktuellen Preissteigerungen mal nicht inbegriffen. Das heißt also, die Leute, die dann nicht mehr ihr Haus sanieren können, die können da nicht mehr drin wohnen. Das wird denen quasi weggenommen. Die können da drin wohnen, aber die können es nicht verkaufen. Mhm. Ist das denn juristisch von der EU kommend dennoch überhaupt verantwortbar? Also gut, das juristisch verantwortbar ist dann wieder so eine politische Frage. Ja. Das ist eine rechtliche Frage, wäre jetzt anders zu beantworten vielleicht. Aber den Leuten wird erschwert, Sachen zu finanzieren. Also auch ein Käufer wird dann keine Finanzierung mehr kriegen, wenn halt nicht der und der Standard erfüllt wird. Oder derjenige Eigentümer wird dann eben keine Sanierungsdarlehen mehr kriegen oder was auch immer, die vielleicht für andere Sachen vorgesehen sind. Also es ist massiver Zwang und es ist immer so, wenn Leute, sagen wir mal, nicht von sich aus irgendeinen Anreiz sehen, dass es sinnvoll ist, weil ich ja vernünftigerweise mit dem Geld, was ich investiere, auch die und die Einsparung habe, zumindest über den und den Zeitraum, dass man sie zwingen muss. Ne? Also genauso wie auch Mietpreisdeckel hier in Berlin ziemlich erfolglos versucht, dazu führt, dass man eben Leute zwingen muss. Wenn das Geld nicht irgendwo herkommt, ist es immer die gleiche Frage letztlich. Wer bezahlt es? Und wenn die EU oder die Bundesregierung, was ja auch unsere Steuern sind, nicht den Leuten entsprechend Förderungen gibt, für irgendetwas zu tun, was sich eben noch sonst nicht lohnt, dann muss ich sie zwingen. Ist auch billiger. Es ist erstmal billiger. Ne? Es ist erstmal so der einfache Weg. Und es wird zu, ich kann es mir gar nicht vorstellen, richtig ehrlich gesagt, zu Verwerfungen führen, weil natürlich auch eine Vermietbarkeit dann immer mehr in Frage gestellt wird. Die einen, die sanieren, die müssen das Geld ja auch irgendwo herkriegen. Wie machen wir das denn bei Wohnungen? Wie machen wir das denn bei Wohnungen? Wenn ich in einem nicht sanierten Mehrfamilienhaus bin und mir nur ein Teil gehört, kann ich meine Wohnung überhaupt noch nur ein Teil des Gebäudes verkaufen? Oder ist das dann nicht mehr verkäuflich? Ich kann ja meine Wohnung nicht sanieren. Du schaust in ein fragendes Gesicht.
Also wir freuen uns auf jeden Fall über die vielen Millionen Wählerstimmen, die heute ein bisschen aus Leichtsinn, ein bisschen aus moralischer Überheblichkeit, vielleicht auch ein bisschen aus Besserwisserei oder Ahnungslosigkeit. Wir machen keine Wählerbeschimpfung, aber wir sind... Die Grünen wählen. Wir sind insofern guter Dinge, dass die Einsicht irgendwann kommt, dass vieles ihnen vielleicht doch nicht so richtig ist und dieses Gutfühlen irgendwann doch zu teuer wird. Ja, und dann ist es auf einmal gar nicht mehr so gut gefühlt. Gar nicht. Also wer, wie gesagt, immer dachte, die Politik hat nicht so viel mit dem zu tun, was man so erlebt, und ist mehr so eine Komfortsache. Spätestens dann, wenn das geerbte Häuschen von Mama oder Oma... Aktuelles Beispiel, genau, guter Punkt. Aktuell hat man ja in der Wertermittlung für Immobilien auch vorgesehen, durchaus zu Recht vorgesehen, ehrlich gesagt, dass die Wertermittlung sich am Marktwert zu orientieren hatte, nicht an irgendwelchen fiktiven Werten, die auf, sagen wir mal, 60er Jahre zurückgehen. Das war bisher der Fall teilweise bei der Erbschaft, genau. Aber das führt eben dazu, dass dann, ich sag mal, das Häuschen entsprechend nicht mehr 400.000 Euro nach Wertermittlung wert ist, sondern auf einmal 1,2 Millionen, was auch tatsächlich der Verkehrswert ist. Was ja schön ist. Aber wenn man das halt dann an den Enkel vererben möchte, gab es ja Freibeträge. Die Freibeträge, also die Wertermittlung hat dann doppelt, vielleicht sogar dreifachen Wert, aber die Freibeträge, die vorgesehen waren, die sind gleich geblieben. Das heißt, das 400.000 Häuschen, ist ja bei Freibetrag 400.000 Euro, wenn man es von 800.000 Euro, wer es gerne mal versteuern möchte, kann genau, und der kann es dann versteuern. Das ist dann schon kein Spaß mehr, wenn man dann, ich sag mal, die Bude, das auch gesagt, selber beleihen muss, um dann die Steuern zu zahlen. Ja. Vor allen Dingen, wenn man noch Geschwister hat. Also es wird teuer aller Orten, ja. Ja, die man ja dann ausbezahlen muss. Lange Rede, kurzer Sinn. Politik ist in der Realität angekommen und ich glaube, nirgendwo wirkt sie so gravierend wie bei Bauen und Wohnen. Was wollen wir eigentlich? Was wollen wir? Wir wollen das Gute, Wahre, Schöne, ja, genau. Also wenn wir eines Tages mal regieren, was wollen wir eigentlich? Also man ahnt es schon, ehrlich gesagt, wenn man bei der AfD ist, aber es ist auch wirklich so. Und ich glaube, beim Verkehr ist es ausnahmsweise mal nicht so, aber jedenfalls bei Bauen und Wohnen oder Wohnbereich ist es wirklich... einer der Hauptfaktoren, das Thema Einwanderung. Weil wenn ich Millionen Leute ins Land lasse, und wir haben seit 2015 Millionen Leute ins Land gelassen, Millionen, nicht Hunderttausende, Millionen, also mehrere Hunderttausend jedes Jahr, allein letztes Jahr wohl über 1 Million, natürlich auch wegen der ukrainischen Flüchtlinge, die aber tatsächlich wohl nur vorübergehend hier sind, wie es auch Asyl vorsieht, oder jedenfalls ein kurzfristiger Schutzstatus. Also vorübergehend, solange bis der Krieg in der Ukraine im Interesse dieser ukrainischen Flüchtlinge abgeschlossen aber ist. Aber jedenfalls... Könnte aber auch sein, dass es vielleicht doch länger dauert. Aber jedenfalls, sagen wir mal, nicht mit der Asyleinwanderung, wie wir es aus Afrika und Syrien zu tun haben. Das ist, glaube ich, schon eine andere Nummer. Wenn wir endlich bereit sind, als Land, als Regierung, als eine Mehrheit im Land zu sagen, also diese Einwanderung ist schädlich. Ist zumindest sehr teuer. Und sie ist schädlich. Bin ich aber streng jetzt. Okay. Sie ist schädlich, teuer sowieso, aber sie ist schädlich an vielen Stellen und insbesondere natürlich auch für den Wohnungsmarkt, weil das ist ich meine, da muss man kein Rechtspopulist für sein, um das zu erkennen, finde ich. Man kann einfach sagen, wenn ich 1 Million Leute ins Land lasse, dann brauche ich aber mindestens, sagen wir mal, 300.000, vielleicht sogar mehr, 400.000 Wohnungen, um die irgendwie unterzubringen. Und da die ja nicht so schnell gebaut werden können, gibt zig Gründe dafür. Also, die sind ja meistens gekommen als, nicht als Familie. Muss man schon mal ehrlich junge sagen. Junge Männer. Ja, die wohnen doch alle allein. Die wohnen doch nicht im Vierbettzimmer. Irgendwann mal? Also, du hast gerade von 300.000 Wohnungen gesprochen. Wenn Millionen gekommen sind. Ja, gut, also, wenn wir die Ukrainer benehmen, da haben wir in der Tat viele Frauen und Kinder dabei. Das ist in der Tat so. Bei den jungen Männern ist eher das Problem genau, dass die eben nicht einmal ihre Fünfer-WG dann aufmachen. Aber ich wäre sowieso dafür, oder die AfD sagt das auch, wir wollen eben nicht die Unterbringung auf dem freien Wohnungsmarkt, wo jeder andere auch nach Wohnungen schaut, zumal wenn die eine Anerkennung haben als Asylant, sie ja sogar in den Bereich sozialer Wohnraum fallen. Das heißt, das, was wir immer weniger haben, wo wir Subventionen, ne, also viel Geld ausgeben wieder, damit die Mieten relativ günstig sind für die Leute, die eben kein hohes Einkommen haben. Die kommen alle auf diesen Markt und bekommen dann eben teilweise diese Wohnung, die andere Leute eben nicht mehr kriegen können. Wie hoch ist denn die Quote? Wie hoch ist denn die? Gibt es da überhaupt offizielle Zahlen? Nee. Gibt's keine. Warum gibt es da eigentlich keine? Also immer habe ich gelernt, immer wenn es keine Zahlen gibt, ist irgendwas faul im Staate Dänemark. Also es gibt keine Quote, wie viel der Leute mit Migrationshintergrund der letzten 7, 8 Jahre hier im sozialen Wohnungsbau. Nein.
Nein, also ist mir nicht bekannt. Wir hatten mal, als ich im Antrag an NRW war, mal angefragt, wie es ausschaut, wie hoch der Anteil derjenigen ist, die jetzt mal einen bestimmten Asylstatus haben, auf dem, im Bereich der sozialen Wohnraumversorgung. Wir halten einen Wohnberechtigungsschein. Das ist ja das, was man ja kriegt. Wie hoch der Anteil der Asylanten oder sonstigen Schutzstatus ist, gibt es nicht. Gibt es nicht. Ist, hat keiner gehört. Ist vielleicht auch einfach nicht gewollt, wie so oft bei vielen Dingen. Und das sind genau die Verdrängungseffekte, die stets und ständig passieren. Und deswegen haben viele Leute eben beengte Wohnverhältnisse und Probleme oder müssen, auch ein normaler Marktmechanismus, der Markt funktioniert ja, wenn man das so will, es ist es nur nicht erfreulich, dass die Preise steigen. Wie geht's weiter? Ich meine, wir haben ja eins erlebt, das habe ich erlebt, alle haben sich gefreut über die sinkenden Zinsen, aber es war eigentlich jedem klar, in dem Moment, wo die Zinsen sinken, steigen die Preise. Ja. Und ja, gibt es Leute, die haben davon profitiert. Was passiert denn jetzt mit steigenden Zinsen? Werden die Preise da wenigstens ein bisschen korrigiert? Ich meine, ja, das ist schon so. Es ist schon so, kann ich durchaus sagen, auch aus eigener Anschauung, weil wir auch gerade was suchen in Köln, was sich sehr, sehr schwierig dargestellt hat in den letzten Jahren, weil es einfach astronomisch war, die Preise wirklich. Also sie steigen jedenfalls nicht mehr. Und es gibt teilweise auch, sagen wir, das Gespräch verläuft ja nicht mehr so wie vor einem halben, dreiviertel Jahr noch, nach dem Motto, ach, Sie sind der Vierte, der sich meldet, tut mir leid, ich habe schon drei Angebote, Sie müssen gar nicht mehr vorbeikommen. Das ist heute eher andersrum, das halt heißt, über den Preis können wir noch reden. So, das ist zumindest also schon mal Kauf. Eine gute, genau, also das, Kauf. Genau, das ist schon mal eine gute Entwicklung. Aber es sind natürlich ganz, ganz viele Menschen, die sich jetzt aufgrund der immer noch, das heißt, die Preise steigen nicht mehr, aber es sind immer noch relativ hohes Niveau der Preise, teilweise verdoppelt, verdreifacht in den letzten 10 Jahren, das ist ja wirklich so, dass dann die Zinsen den Leuten das Genick brechen, die eben nicht, ich komme zurück auf meinen Eingangssatz, gerade reich geheiratet haben oder eine Erbschaft haben, also Eigenkapital, also wirklich viel eigenes Geld haben und eben nicht zur Bank gehen müssen und jedermann, wir alle, also ich muss auch zur Bank gehen, der Normalo muss halt zur Bank gehen und sich Geld leihen und da sind eben 4-4,5% historisch gesehen gar nicht so hoch, aber im Verhältnis zu den sehr hohen Kaufpreisen natürlich immens. Also ich kann ja sagen, als ich damals, als wir die erste Wohnung gekauft haben, da hat mir die Bank immer gesagt, Sie müssen so planen, dass Sie 8% erleben, überleben können. Das ist jetzt mal, Sie müssen so planen, dass Sie 8% überleben können. Zinsen oder was insgesamt? 8% Zinsen, ohne Tilgung. Ja. Und dann stellt man schnell fest, das ist eine ganz schön kleine Wohnung, die ich mir leisten kann. Nimmt ganz schön gar nicht so gut ein Viertel. Und da hat man sich dann wahnsinnig gefreut, als es dann nicht so gekommen ist bei der Finanzierungsverlängerung. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Politik beeinflusst ja auch die Zinsen. Und was wir momentan erleben, dürfen sich übrigens alle freuen, was wir momentan erleben, diese 4,5% Zinsen, die sind auch das Ergebnis einer extrem lockeren Geldpolitik, die man auf europäischer Ebene gemacht hat. Also erst in die eine Richtung sozusagen, erstmal Zinsen runter. Das ist dann so mal für die Südländer gut gewesen in der EU, weil sonst die Staatsschulden explodieren. Für die deutschen Sparer, für jedermann war es eigentlich, oder für die meisten war es nicht gut, für die Leute, die gekauft haben, eine Weile jedenfalls, jetzt rächt sich das Ganze und die Inflation, die jetzt endlich kommt, sozusagen als Preis dafür, für diesen Schlendrian all die Jahre, das ist das Brutalste überhaupt, weil es jedermann enteignet, der auf sein normales Einkommen, Rente oder was auch immer angewiesen ist. Und der eben nicht, wie Dirk Spaniel, ein riesiges Anwesen mit Niedrigenergiehaus und ich weiß nicht, was das noch, und unterirdischen, also, was weiß ich, was hat. Also ganz kurz, ich habe gebaut vor 11 Jahren. Okay. Ja, vor 11 Jahren gab es die AfD im Deutschen Bundestag noch nicht. Also wer jetzt wieder darunter schreibt, das liegt an den hohen Gehältern. Ja. Du warst immer schon so reich. Oder? Nein, ich war nicht immer so reich. Nein, ich habe gespart, ich bin ja Schwabe, nein, Wahlschwabe, ja. Wahlschwabe, okay, ja, habe halt gespart. Ja, ja. Ist ja auch nicht so. Habe halt auch günstig gekauft, ja, und wer vor 10 Jahren gekauft hat, hat alles richtig gemacht, egal wo. Ja, also fast mehr oder weniger, das ist halt so. Also lange Rede, kurzer Sinn, das liegt nicht an den Politikern, das möchte ich nur mal klarstellen, es ist nicht eure Steuergelder. Nein, aber es ist das Problem, dass immer mehr Leute vom Wohnungsmarkt ausgeschlossen werden, sowohl auf der Kaufseite und es ist halt einfach sinnvoll, Eigentum zu haben, definitiv, weil es eine Altersvorsorge ist, weil es Vermögensaufbau darstellt, weil es auch unabhängiger macht, ehrlicherweise, weil auch Viertel dadurch stabiler werden grundsätzlich. Wenn ich mich halt selber um mein Eigentum kümmere, ist es was anderes, als wenn ich dann irgendwo wohne, nur zur Miete, typischerweise jedenfalls.
Und immer mehr Menschen haben diese Frage vor Augen und können eben nicht ihren Traum erfüllen. Die meisten Deutschen wollen natürlich Eigenheime haben oder zumindest Eigentum. Das wird alles schwieriger gemacht. Gleichzeitig drängen dadurch natürlich auch mehr Leute dann wieder auf den Mietmarkt. Da wird es auch wieder teurer und durch die Inflation wird alles teurer. Das heißt, das Geld fehlt überall. Es ist ein Riesenproblem und ich bleibe dabei, weil du eben mal nach Lösungen gefragt hast. Die Einwanderung ist wirklich die Mutter aller Probleme. So kann man es sagen. Also jedenfalls die Hauptursache, genauso wie für diese Regierung aktuell der Angriffskrieg in der Ukraine, der russische Angriffskrieg, die Ursache für alles ist. Das ist Narrativ. Für alles. Das ist die Lesart gerade völlig irre. Sage ich, dann aber völlig zu Recht. Die Migration ist jedenfalls einer der Hauptfaktoren, den wir beeinflussen können. Wir können schlecht den Leuten vorschreiben, ihr wohnt jetzt zu fünft in einer Wohnung, weil mehr Generationen wohnen so toll ist, oder heiratet doch mal alle und kriegt fünf Kinder, was ich toll fände, was du auch toll fändest, was wir alle toll fänden. Aber die Realität ist leider. Unser Haus ist übrigens nicht groß genug für fünf Kinder, möchte ich nochmal sagen. Also Anbau möglich, hoffe ich dann genau. Also es ist, das ist der politisch machbare Weg, um Druck vom Wohnungsmarkt. Wir reden noch gar nicht über die ganzen anderen Sachen, Bildung und so. Aber das wäre ein gangbarer Weg und das Thema Energie natürlich auch. Insofern, dass man bestimmt, wenn man bezahlbares Wohnen haben will, dann darf es halt nicht so teuer sein. So einfach ist es. Also, wie stehen wir zu Subventionen, zu unfassbaren 50% Subventionen, die es in der Vergangenheit gab für alle möglichen Energieeinsparmaßnahmen, die sich niemals rechnen würden? Es ist halt das Problem, wofür mache ich das? Also Beispiel, es gab vor 2-3 Jahren, glaube ich, eine Studie mit der Dämmung. Also ja. Dämmung kennt jeder, weiß ich, in der Nachbarschaft irgendwo, wird viel gedämmt. Das heißt, man klopft am Haus, ist so ein bisschen hohl, ist halt irgendwie richtig Mauerwerk, da ist halt was draufgesetzt. Sagen wir mal, irgendwas zwischen früher mal vielleicht 15er bis 30er, wenn es ganz schlimm wird, vielleicht sehr viel Dämmung. Da hat man sich sehr viel Sondermüll ans Haus gehauen. Also das ist ein Problem der Entsorgung auch nach der Lebensdauer, vielleicht nach 20, 25 Jahren. Und man hat Milliarden in Deutschland verbaut. Also ich mich recht entsinne, waren es, glaube ich, also ich sage es nochmal in Worten, nicht nur in Zahlen, 500 Milliarden, in Worten 500 Milliarden, knapp, die seit 2010, ich glaube, es war so ein relativ überschaubarer Zeitraum, bis 2020 in Deutschland an Dämmung verbaut worden. Ist? Nein. Völlig unfassbar. Also bitte googeln. Googeln weiß die Wahrheit. Ich glaube, es waren ungefähr 500 Milliarden innerhalb von 10 Jahren. Völlig, 2020 war die Studie jedenfalls und die besagte, dass kaum CO2 eingespart wurde, weil das Heizverhalten anders geworden ist. Ich kann ja auch sagen, warum. Unfassbar. Ja, früher war es halt kalt in der Wohnung. Ja. Und mittlerweile, ich hab ja auch mal in sowas gewohnt. Ja. Und was ich mich immer gefragt habe als Ingenieur, das ist eigentlich unfassbar. Das Ganze ohne Zwangslüftung, weil das führt nämlich dazu, dass du, weil es ja so alles dicht ist, dass du morgens die Bude aufreißt und abends die Bude aufreißt und nachdem dein Stoßlüften gemacht hast, ist alles arschkalt, ja? Und du musst wieder die Heizung ordentlich reinpowern lassen. Ja gut, Lüften ist schon sinnvoll. Gerade. Ja, natürlich ist Lüften sinnvoll. Also, muss raus, die Feuchtigkeit muss raus. Natürlich muss sie raus. Die Wände sind auch warm, aber das Problem ist, die Leute genau haben ein bisschen mehr Wohnkomfort und ziehen eben nicht mehr den Pulli an oder andere Dinge. Man sitzt doch näher am Fenster. Früher hat man immer so diese 3 Meter Sicherheitsabstand zum Fenster gehalten im Winter. Und hat man dann festgestellt, so ein Wohnzimmer kann ganz schön klein sein. Also jedenfalls Dämmung war in dem Ausmaß sicherlich nicht der richtige Weg. Ich bin ja auch durchaus dafür, Energie einzusparen, definitiv, oder energieeffizient zu bauen. Das ist richtig, aber wie du richtig sagst, was lohnt sich denn, was amortisiert sich? Und wenn sich etwas nicht lohnt durch die Einsparung an sich, dann muss irgendwo das Geld herkommen. Dann ist der liebe Staat vielleicht an der Reihe. Aber das ist letztendlich auch unser Geld. Geld. Also linke Tasche, rechte Tasche, irgendwo kommt es her. Und wenn man es auch nicht bereit ist zu tun, man kann es nicht. Das, was diese Regierung vorhat mit null Emissionshäusern bis 2050, das erleben wir beide ja noch, obwohl wir so alt sind, 2050, werden wir oder jedenfalls unsere Kinder dann sagen, alle leben mit null Emissionen, in null Emissionshäusern, aber wer soll das von welchem Geld bezahlen? Also mein Vorschlag wäre, machen wir genauso, alles null Emissionen, aber die Migrationskosten, 50 Milliarden im Jahr, die sparen wir uns. Die werden dafür eingesetzt. Da würde ich sagen, versuchen wir es mal. Ah, das hast du super gemacht. Oder? Ja, das hast du super gemacht. Eine tolle für die Kurve, Umwelt und eine so weiter. Tolle Kurve gekriegt. Ja. Wir wollen von der AfD. Wir gehen, wenn die Regierung das will, wir gehen den Weg
der Null-Energie-Häuser. Und noch von mir ist mal Windräder hier vorne. Ja, na, das machen wir nicht. Okay. Wir gehen den Weg mit dem Klima einsparen, können Sie uns immer dafür kriegen. Wenn? Komma, wenn? Einzige Bedingung, Remigration. Ja, ja, es ist wirklich so. Übrigens, in Afrika ist auch viel wärmer. Ja, guter Punkt. Kann ich oft genug sagen. Ja. Nein, im Ernst, aber es ist wirklich so, das ist ein Riesenfaktor auf dem Wohnungsmarkt. Da stellt sich ganz klar die soziale Frage massiv durch Einwanderung. Das ist ein Riesenkostenfaktor. Und viele Menschen im Land zahlen Wohnungen, in denen sie nachher selber nicht wohnen. Ja. Für Dritte, die halt nichts dazu beitragen. So traurig ist es eben. Okay. Ich danke dir für den politischen Rundumschlag. Ja, die Lösung haben wir aber jetzt gebracht. Oder? Die Lösung haben wir gebracht. Wir müssen ja auch sehen, dass die Leute das irgendwo mal abrufen können. Okay. Ja. Und wenn die Talklänge, ihr könnt ja zwar stundenlang weiterreden. Ja. Ich finde, wir haben auch einige Sachen. Ich habe hier noch ein paar Sachen draufstehen. Ich habe einen tollen Diesel zum Beispiel. Ja, Roger, ja. Ich möchte dich doch gerne nochmal einladen. Okay, machen wir. Ja. Also, ich bedanke mich bei euch, bedanke mich bei dir für den tollen Talk. Bedanke mich bei Ihnen, bei euch. Mach's gut. Tschüss. Alles Gute.